Ja, die Regeln haben wir so eingeführt, weil meistens die Leute dann die Autos permanent gewechselt hatten. So Genau. wie ich, der Kev. Eigentlich muss man Markus nur ausschalten, dann geht's eigentlich. Aber erstmal machen, ne? Naja, wer kann denn so einem Gesicht nicht vertrauen? So, wir sind zuerst oben, okay. Kev, wir sind noch für dich dabei, der Pinke. Ich dachte, da wäre deiner. Den Grünen will ich haben. Nur was du willst. Warte mal, ich habe vielleicht eine Idee. Sven, da oben liegt ein Sniper auf dem Dach. Aber da kommen die wahrscheinlich mit der Raketen Hab ich hoch, ne? gesehen. Nein, ich war fast oben. Die Strecke ist ja strange. Na super. Okay, das klappt nicht so, wie ich das dachte. Ich wollte da hoch, aber da ist nichts drin. Da ist ein Block dazwischen, der dich nicht Ja, hochlässt. genau. So ein Ausrufezeichen, so kannst du vergessen. Ja. Okay, war nur ein Versuch. Wo will er denn hin? Weiß nicht, ich hab's falsch eingeschätzt. Oh, das war gerade knapp. Und warum liegt hier ein dicker Typ einfach oben auf der Plattform? Was ist das? Markus, warum legst du dich hin? Ich wäre mal an deiner Stelle ganz still. Ich weiß, dass ich dick bin, und? Aber nicht so dick wie ich. Nein! Wo will er denn hin? Oh! Da hat einer den Max auch fast voll erwischt, ey. Ja, ich dachte, schade, dass es so vielleicht war. Es hätte Was so länger, dass ich ihn kriege. Enrico, was war denn das gerade? Oh, alle meine Scheiben sind zerflogen. Scheiße. Tschüss. Mist. Ich hab kein Auto. Mich muss jemand mitnehmen. Wo bist du denn? Ben, nimm mich mit. Hey, hör doch mal auf, Kev! Ja, yeah, fahr, alles fahr, klar. fahr, fahr! Oh, jetzt auch weg hier! Alter! 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 Enrico, wir fahren mal in die Halle, guck mal, hier ist gemütlich. Oh, Scheiße! Oh! Ich nehme mal ein neues Auto, das hat gerade ein bisschen gelitten. Ich hab sehr gelitten, ja. Vor allem, da fährt der Kev nur noch rein, weißt du, ich hab schon gedacht, ich überfordere mich. Hui! Ich muss hier weg. Du wurdest drauf geschossen. Mann. Ich hält's aber auch gerade an, wir treffen die echt nicht. Oh, ich treffe wieder nichts, ist klar. Der scheiß Ball hat mich irritiert. Das war ja auch der Plan. Der hässliche Ball hat mich irritiert. Aber die halten sich ganz schön lange da drüben, hä? Naja, nur noch 2 Minuten hier. Das ist nicht wahr, ne? Jawohl, Markus ist weg. Ich aber leider auch. Ich war oben.
Er ist runtergefallen! Ja! Jawoll! Dann haben wir gewonnen. Sehr gut, aber eine gute Runde. Ja, die Strecke macht doch richtig Gaudi. Aber ich war jetzt eh gleich oben stehen geblieben, ne? Ich war nicht runtergefallen. Das war ja auch, mein, war auch meins. Und Markus hat mit Raketen draufgeschossen und dann war vorbei. Aber das passiert mir auch immer. Es ist schwierig, diesen Radius einzuschätzen von der Druckwelle. Ich denke mal so 3-4 Meter. Ja, nur wenn er sich bewegt, ist das schlecht einzuschätzen. Der ist ja um mich herum gefahren. Ah, weißt du noch die letzte, wo Kev und ich uns gegenseitig abgeknallt haben? Ja. Wo ihr gar nichts machen musstet? Ich spring auf einen von euch zu, auf einmal nur noch BANG und dann war ein Feuerball zu sehen. Okay. Ist hier wirklich einer? Ein dicker Mensch. Okay, da stehst du schon. Die Idee hatte ich gerade auch. Ich habe auf jeden Fall einen erwischt. Zwar nicht runtergehauen, aber erwischt. War aber ein schönes Geräusch, so ein Klong an der Stoßstange vorne. Habt ihr gesehen, ich kann sogar Stunts. Haben wir gesehen, ja. Da war noch runtergefallen. Der hat gesessen. Hat der Selbstmord begangen? Ja, ich hab die Dings. Ich hab eine Haftmine. Ich hab eine Haftmine runtergeschossen. Hast du jetzt mitgenommen? Der Grüne hat mich mitgenommen. Mich hast du getötet. Hey, da oben steht Sven, deine Freundin. Schön. Sven? Ja? Deine Freundin steht da über dir. Hab ich gesehen. Mich hat er aber fahren und dann muss ich die Handdings entzünden. Die Abgranate. Nein! Hey, wo ist er hin? Markus? Ja? Kommst du wieder? Ja, ich komme immer. Das ist schön, weil ich finde mich oben so einsam ohne dich. Sag sowas nicht, Kev, der wird schon wieder ganz eiersüffig. Ah ja. Hm.
Max, dein Auto steht im Weg. Sorry about that. Mein Mechaniker wird das gleich noch erledigen. Ja. Das Team Haas. Du weißt ja, die sind nicht immer so schnell. Ja. Die brauchen immer so ein bisschen. Das Team Haas, das ist halt einfach so. Das ist der Mazepin-Effekt. Mhm. Habe ich gestern auch zweimal gemacht. Alter, ich habe letztens ein Bild gesehen von Mazepin neben Cristiano Ronaldo. Da sah Mazepin aus wie so ein Jugendlicher, der so ein Fan ist. Nicht wie so ein Profisportler. Jetzt steht er da oben in der Ecke, das ist mies. So, ist das mies? Fast. Schau, das war jetzt meine Chance gewesen. Na, sorry, Leute. Alles gut. Ich konnte nicht ahnen, dass er hier so einen Blödsinn macht. Schade. Der Kev hat wieder einen Kill, ne? Krass. Das ist so krass. Das wirkt uns kein Schwein. Ja, trotzdem läuft's heute nicht so wirklich wie gestern. Wie letztes Mal. Aber alles gut, passiert. ...79 Follower. Yay! Bei dir? Ja, cool. Pornhub. Congrats! Ich gucke jetzt immer diesen Streamer Cyan. Sagt euch das was? Nö. Nö. Der hat so einen Hund als... MC Volkmaßen ist richtiger auf Twitch. Der ist größer, habe ich gehört. Der ist ganz groß. Ja, der hat immer so 8000 Follower-Zuschauer. Ah, ich weiß, wen du meinst. Der macht immer so GTA-Mod-Kram und dann hat er immer so einen Hund vor der Kamera sitzen als Animation. Genau. Der macht auch RP. Genau, da hat er einen eigenen Server und ja. Der heißt aber Zion. Zion. Hört doch mal auf zu schießen, wir sind doch gerade erst losgefahren. Ist doch schon, geht das wieder los hier. Oh, Enrico. Kevin, Sven, da gab was geflogen, gell? Kevin haut gleich mal wieder die den Kegel hier um. Ach, dieses Tricksing. Das ist immer am schlimmsten. Weg. Nein! Hat gut geschluckt. Ich hab noch einen mitgegeben. Das macht ja Sven ja öfter. Gut schlucken. Oh, Marki, starkes Ding. Lässt mir gut schlucken. Sag mal, was ist denn mit dir falsch? Alter, wo fliegt der denn hin? Okay. Also halten wir fest, die... Oh, Marki! Scheiße. Sorry.
So, der Gefährliche ist jetzt erstmal raus. Markus, my love. Ich bin doch Markus, oder Markus bin ich. Markus, my love. Sven hat eine Macke. Aber eine tolle. Das ist aber nicht schlimm. Jawohl. Aber ich weiß nicht, ob es... Er steht noch. Scheiße. Aber er hat trotzdem einen mitbekommen. Da hatte ich letzte Runde auch, habe ich einen mit der Stoßstange voll erwischt, ist auch oben stehen geblieben. Das war ich. Ja, bei mir war es halt irgendwo das Dach nur so leicht. Okay, fahr doch mal, wir müssen von zwei Seiten kommen. Ich soll warten? Ich bin noch nicht bereit. Ich stehe noch eine extra Runde. Jetzt, Schlussform. Da steht der. Ganz rechts oben steht der. Ich weiß, wo er steht. Oh, ich hab leider verfehlt. Schade. Dass du weißt, wo er steht, das ist 100% nicht. Stream Sniper ist das. Aber sowas von. Ich hatte allerdings gestern auch. Da waren wirklich welche die ganze Zeit nur, ja, du bist doch der und du bist doch der und wir kennen uns doch und bababababa. Die wurden permanent gebannt, die Jungs. Solche Wichser, ey. Ja. Selbstmord. Das war's. Danke. Titte. Nice. Ich hab darauf gewartet, dass du genau auf mich schießt, wenn ich vor dir stehe. Ah, das musste. Enrico, kannst du bitte bei der nächsten Runde bitte mal keinen Supersportler nehmen? Irgendwie hat er mir diesen kleinen Kickwagen, also der hält ja was aus, der ist ja nicht schwach, aber irgendwann nur schwer an die Fahne. Das Problem ist, dass du mit dem halt irgendwie irgendwo hinfliegst, aber nicht auf die Rampe oben. Warum? Ich habe euch ja schon einmal mitgenommen. Ich bin wieder zurückgebackt. Aber ja, yeah. Kann ich machen, Herr Gebieter. Du bist der Größte, der Beste, der Meister. So, jetzt muss ich erstmal runterspringen. Wild. Weiße Monstermaske freigeschaltet. Hey, Kev. Aha, jetzt auf. Und tschüss. Das Selbstmord! Ja! Raus mit den Viecher! Hey, nie beleidigen werden! Jai! Ach, Glück gehabt! Das war. Ich habe mich jetzt schon fliegen gesehen. Ja, Flugi, können wir gleich mal. Immer noch schwitzen noch. Wieso hupst denn du, wenn du vorbeikommst? Das dauert aber noch ein bisschen, Max. Wir müssen doch nicht, wann wir aufhören. Die Kegel, hinter dir Kegel! Pass! So. Danke. Das war eigentlich mein Plan, den draufzuschmeißen. Ich muss immer hupen. Das passiert, glaube ich, irgendwie automatisch. Hupen ist wichtig. Auf die Hupe drücken. Das mache ich auch gerne auf die Hupen drücken. Damn! Ich stehe aber noch, keine Sorge. Mann! Oh, das war zu früh. Ich stehe aber noch. Mist. Das war aber haarscharf jetzt. Ja, ja, war's doch. Durchaus.
Bring dich um! Mann! Denkst du, ich bin so doof und feuer auf mich selber drauf? Ich hab gehofft, dass du genauso bist wie ich. Computer sagt nein. Verstehe ich nicht. Aber die anderen haben das ganz genauso gemacht, als ich das in Gravitas nämlich auch machen. Oh, knapp. Trotzdem haben wir was noch mitgenommen. Ich glaube, ich habe trotzdem noch was mitgenommen. Ich habe nämlich AP bekommen. Ja, und mich hast du mitgenommen. Naja, mein. Oh, gut, schon wieder wir zwei hier? Scheiße. Wir machen etwas. Oh, da kann ich mal kurz auf Klo. Wieso liegen hier so viele Leichen rum? Danke. Hi. Oh. Die Frage ist, wie wird das jetzt gewährt? Jetzt auf die haben gewonnen. Ah. Verlierer. Markus hat genau dasselbe gemacht, was ein Lokop machen wollte. Oh mein Gott, ey. Ich hab trotzdem gewonnen. Oh, war das jetzt ein Unentschieden oder was? Nee, ihr habt gewonnen. 2-2. Ja, was stand bei euch? Verlierer. Bei uns auch. Ja, aber wie gesagt, wir haben eben 2-1 geführt und jetzt steht 2-2, also habt ihr die Runde gewonnen. Okay. Markus, du hast genau das gemacht, was ich auch machen wollte. Mit der Panzerfaust. Nee, ich habe nur gesehen, dass du auf der Plattform gelandet bist, da hab ich gedacht, scheiße, in dem Augenblick, wo ich eigentlich schießen wollte, bist du ausgeschieden. Das sah vor allem geil aus, wie du da hochklettern wolltest. Ich erwisch dich noch und du bleibst so an der Kante oben so liegen. So, letzte Runde, entscheidende Runde. Zwei Runden noch. Ich habe 4 eingestellt. Warum machst du denn sowas, Markus? Weil das Spaß macht hier? Ach so, ja. Aber da muss ich dir wirklich recht geben. Das macht wirklich. Die Map ist gut. Mhm. So, na dann, schauen wir mal. Na dann, schauen wir mal, ob wir es diesmal irgendwie gewuppt bekommen. Gewippt? Gewuppt. Wir kommen. Aua. Das will keiner wissen. Aua. Weißt du, da wirst du schon wieder mit dem Empfangskomitee begrüßt. Tschüssi! Nein! Nein, Rico. Trau dich! Ich stehe oben, Sven. Also magst du schon weg? Der hat uns Scharfschützen gewertet oben, ne? Ja, mach, komm. Mach komm! Ja, Helfer, was war das ist für eine Schwachsinnsaktion? Ich hatte gehofft, dass er da. Ich hatte mir an die Haftgranaten gedacht. Also, dass die so eine schlechte Reichweite haben. Aber egal, das war ein Fehler von mir. Aber egal, einen habe ich mitgenommen. Wie oft standst du jetzt schon dort oben? Zweite Mal vielleicht? Huch. Helfer, ach so. Steht immer noch so. Ja, ist gut. War doof und gut ist. Alter, was geht los? Weggeduckt.
Ich hatte nämlich gehofft, dass er mit dem Ding drauf schießt. Aber du hast schon so viele Möglichkeiten. Wenn ich jetzt ausgestanden wäre, ich auch tot gewesen. Ich stehe noch. Ja, hab's gesehen. Du bist ganz knapp unter mir durch, ne? Oh, gerade ist so eine blöde Idee, Enrico. Nein! Markus, hast du mal Hinterreifen gespürt am Kopf? Hätte ich mal gewonnen. Ich weiß nicht, was es war, aber irgendwas hat mich gerade in die Luft hochgeschleudert. Eigentlich total unrealistisch, wie ich gerade geflogen bin. Du hättest aber singen müssen, I believe I can fly. Und der Sven lutscht mein linkes Ei. Oh, das war jetzt so räudig, nee. Nein, Markus, nein. Vom Kev bin ich sowas gewohnt, auch von dir. Und ich habe nicht mal eine Chance auszuweichen hier. Oh, nee. Das sagst du immer so mal, wenn du vor Kev kniest. So, Leute. Entweder wird das jetzt die entscheidende Runde oder wir gehen in die Verlängerung. Ich hoffe, dass das die entscheidende Runde wird, dass wir das Ding jetzt irgendwie zumachen. Kev, und guck mal, was oben alles liegt. Haftbomben. Ja, alles ist gut. Es war eine blöde Aktion. Weiter. Ich hab dich doch lieb, mein Schneckel. Alles gut? Ich weiß selber, dass ich da selbstkritisch sein muss. Oder war, oder bin, wie auch immer. Alles gut, weiter. Kriegen wir schon hin. So, die Frage ist, wo kommt die her? Da kommt die her. Warte mal, du bist da. Ja, das kommt von zwei Seiten, du Blinse. Naja, ich musste nur gerade mich orientieren. Von welcher Seite? Wohl genauso. Oh. Jawohl, einer hat er noch gekriegt. Steht einer von euch in der Mitte, wo der Kegel steht? Hä? Nein. Aber willst du mich jetzt echt hier runterschubsen? Wieder knapp. Hui. Hör auf. Ich kann jetzt nichts machen. Schieß doch! Da bin ich selber tot gewesen. Doch nicht du! Scheiße! Jawohl! Der hast du schon weg. Das Pack, was hier rumliegt. Alle offen, Markus. Alle offen, Markus. Das war. Der hat ja gewechselt, ja. Da darf er ja. Kann er ja machen. Du hast okay. Das ist gut. Ich müsste Kev auf jeden Fall irgendwie gestriffen haben. Nein, nichts dergleichen. Du warst nicht mal annähernd dran. Komisches Geräusch gerade, aber. Nee, du hast mich aber nicht getroffen. Der Markus nimmt lieber nochmal eine Einfachrunde mit. Der hat genau gesessen, der Schuss. Jawohl. Sehr schön, Enrico. 4-2, feiern. Enrico, unser Mann. Ja, der ist entscheidende.
Ja, aber Markus, du musst mal eine Aufnahme dann gucken. Du hattest wirklich mich fast erwischt, ne? Ja. Das waren wirklich nur noch 2 cm oder so. Also Kevs Länge. Halt die Fresse. Nee, ich hatte nur 1 cm zur Verfügung. Und trotzdem ist meiner noch länger als deiner. Haha. Ach, so nee, schön. Hauptsache, war eine schöne Map. War eine gute Map, Markus. Also, können wir mal wieder spielen. Der ist schon dürfte, ne? Sollen wir jetzt? Loopings. Ach, die Scheiße.